Mahlzeit, Freunde. Na, hier ist wieder euer Excel. Bin komplett müde. Ich habe Kopfschmerzen und ich glaube, ich bin erkältet. Aber ich wollte einfach an der Stelle was loswerden. Und zwar, was mich schon seit Tagen bedrückt. Worauf ich mich aber erst gestern geäußert habe. Ja, ein sehr, sehr ernstzunehmendes Thema. Viele von euch werden das vielleicht nicht verstehen, warum mich das so aufregt, aber ich werde euch jetzt erklären, warum mich das aufregt. Es wurden ja sehr viele YouTuber und generell Leute geleakt auf einer Seite. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, ich will mich jetzt auch nicht lächerlich machen. Docspin oder keine Ahnung, irgendeine Spastenseite, die von irgendeinem minderbemittelten, unzufriedenen Menschen geleitet wird, der wahrscheinlich keine Freude in seinem Leben hat und es einfach als Aufgabe sieht, einen Ort im Internet zu erschaffen, wo Menschen denken, sie hätten einen rechtsfreien Raum und könnten alles tun und lassen, was sie möchten. Und ja, um einfach nochmal auf dieses Thema der Privatsphäre einzugehen, ich wohne seit ungefähr 2,5 Monaten in Berlin. In dieser Wohnung hier, das ist eine sehr schöne Wohnung. Ich hatte sehr viel Glück mit dieser Wohnung. Ja, es ist eine Wohnung, die mir auch sehr ans Herz gewachsen ist in dieser kurzen Zeit, weil es einfach wirklich eine richtig schöne Wohnung ist. Erstbezug, Neubau. Ich konnte hier alles von Anfang an so einrichten und machen, Ich habe mich einfach wohlgefühlt, ja. Ich habe hier meine Regale, ich habe übrigens auch hier den Schaufelradbagger aufgebaut, den werde ich dann wahrscheinlich meinem Cousin schenken, weil der ist noch sehr klein und steht auf Lego-Technik und gerade wenn es um Bagger oder Autos oder so Sachen geht, dann ist er da halt, es ist halt einfach Familie, ja. Und ich habe es aufgebaut, ich hatte meinen Spaß beim Bauen. Er hat sogar einen Motor, man kann ihn an- und ausschalten, dann dreht er sich und dreht sich vorne und macht Sachen und sowas, ja. Das ist jetzt gar nicht der Grund, warum ich das Video mache. Ich will jetzt hier kein Product Placement für diesen Lego-Bagger hochladen. Es geht halt einfach darum, dass ihr versteht, dass meine Privatsphäre eh schon gefickt wurde, ja. Erstens durch meine eigene Dummheit, weil ich vor meiner Haustür mal gefilmt hatte. Und zweitens ich werde jetzt nicht seinen Namen nennen, ja, aber ihr wisst, wen ich meine, meinen Nachbarn, meinen Ex-Nachbarn. Dadurch wurde meine Privatsphäre auch schon immens zerstört. Und vor ein paar Tagen kam halt noch der Fakt hinzu, dass meine Handynummer geleakt wurde. Und man muss an der Stelle ganz einfach sagen, es war anscheinend eine Person im engeren Kreise. Eine Person, die ich wahrscheinlich von früher noch kenne, weil ich mit meiner Nummer sehr, sehr vorsichtig bin. Ja, also ich habe niemals meine Nummer irgendwo mit angegeben bei irgendwas. Außer jetzt bei Lieferando, wenn ich mir Essen bestellt habe. Aber ich glaube nicht, dass jemand mit Absicht da meine Nummer sich rausgesucht hat bei der Bestellung. Irgendeiner von den Lieferanten und hat die dann veröffentlicht. Ich glaube, es war wirklich jemand aus meinem privaten Umfeld, der meine Nummer veröffentlicht hat im Internet. Und seit 2-3 Tagen ist es wirklich ganz arg schlimm, dass ich so zugespammt werde. Ich habe jetzt die anonymen Anrufe ausgestellt, also die werden eh direkt abgebrochen. Da sehe ich gar kein Problem drinne. Und trotzdem, die Leute, die juckt das anscheinend einen Scheiß. Ja? Ich hatte gestern auf Instagram schon Stellung genommen und habe gesagt, hey, ich werde jede Nummer, ich kann ja Leute blocken bei WhatsApp und die landen dann automatisch in der geblockte User-Sparte. Und ich hatte da bis zu dem Zeitpunkt noch keinen einzigen geblockt auf Instagram, auf WhatsApp. Deswegen ist das meine Liste. Ja, das ist meine Liste der Menschen, die meine Privatsphäre nicht akzeptieren möchten. Und ich werde jetzt weiter sammeln, bis ich meine Nummer wechseln kann, weil ich habe bei sehr vielen Anwendungen und Programmen habe ich meine Handynummer als Zwei-Faktoren-Authentifizikator oder wie das heißt. Deswegen kann ich meine Nummer nicht einfach wechseln, weil viele gesagt haben, Excel, heul nicht rum, ändere doch einfach deine Nummer. Es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, dass man einfach mit den Fingern schnipst und man hat eine neue Nummer. Ja, ich muss mich erst darum kümmern, dass alle Sachen, mit denen ich meine Nummer verknüpft habe, geändert wurden. Ja, sonst ändere ich jetzt meine Nummer und ich vergesse das Passwort für irgendwas und versuche dann, das über die Zwei-Faktoren-Sicherung irgendwie wiederherzustellen. Und dann schreibt er mir eine SMS an eine Nummer, die es gar nicht mehr gibt.
Ja, das ist nicht so einfach. Und ich hatte gestern schon zu dem Thema Stellung genommen auf Instagram, dass ich jetzt alle Nummern sammeln werde. Und es könnte in Zukunft passieren, wenn ich dann meine neue Nummer habe, dass ich alle bis dahin gesammelten Nummern, dass diese Nummern alle aus Versehen auf Doxmin landen. Ja, das könnte passieren, weil, ne, es könnte sich ja jemand in mein Handy hacken. Ja, das könnte passieren, durchaus. Also, na, und da bringt's ja auch nichts, wenn mir jemand schreibt, boah, Axel, ich hab Mitleid, deine Privatsphäre wird gestört. Ja, und schreibt mir 10 Nachrichten hintereinander auf WhatsApp, indem er mir sein Mitleid ausspricht. Leute, auch wenn ihr es gut mit mir meint, es bringt mir nichts, wenn ihr mir auf WhatsApp schreibt. Egal, was ihr mir auf WhatsApp schreibt, selbst wenn ihr sagt, oh Axel, du hast den größten Riemen der Welt, ja, ich würde gerne deine Männersahne lecken, aber dann ist das zwar sehr löblich, ja, dann ist das sehr nett von euch, aber sobald ihr mir schreibt, unabhängig davon, egal was es ist, sobald ihr mir schreibt, verletzt ihr damit meine Privatsphäre und geht mir, sorry, wenn ich das sage, aber das geht mir auf den Sack. Ich kann mein Handy einfach nicht benutzen. Ich kann mein Handy weder für private Zwecke benutzen, noch um mir abends gemütlich eine runterzuholen. Es geht einfach nicht, ja. Ich mache zwar den Flugmodus rein, aber WhatsApp läuft leider über Internet. Sobald ich irgendwas mache, was mit dem Internet zu tun hat, geht das Handy los. Ja, und keine Ahnung, ich habe jetzt bestimmt schon in den 3 Tagen habe ich bestimmt schon über 200 Nummern geblockt, die mir wirklich auf den Sack gegangen sind. Vor allem irgend so ein Spaß schreibt Hi, dann lese ich das, wollte gerade oben draufdrücken und dann auf Blockieren, auf einmal fängt er an mit seinem Rumgespamme. Ja, 3 Millionen Nachrichten mit hahaha, jjj, iii, mmn, nnn, oo, ja, das geht mir ultra auf den Sack. Leute, respektiert das doch einfach. Wenn ihr mir irgendwas schreiben wollt, dann schreibt mir auf Instagram oder schreibt mir eine E-Mail. Aber bitte respektiert einfach meine Privatsphäre. Ich muss schon hier ausziehen. Ja, das fällt mir schon schwer, weil ich mich hier zu Hause gefühlt habe. Oder ich fühle mich hier zu Hause und ich muss hier schon raus. Das ist für mich schon eine Fickerei. Ja, auch die ganze Arbeit, die damit verbunden ist. Wer denkt, der baut hier den ganzen Scheiß ab? Wer denkt, ihr richtet meine neue Wohnung ein? Ja? Oder schleppt den, gut, den Scheiß schleppe ich auch nicht nach oben. Das macht eine Umzugsfirma. Aber die ganzen Kosten, die auf mich zukommen, die nicht hätten sein müssen. Ich weiß, ich bin Gott sei Dank, ja, und dafür bin ich auch sehr dankbar, bin ich in einer Position, wo ich sagen kann, ich kann mir mal einen Umzug leisten, der nicht geplant war, auf längere Sicht. Es geht darum, dass es nicht hätte sein müssen. Das sind Kosten und Zeitaufwand. Ist auf jeden Fall hätte das nicht sein müssen. Ja, und bitte respektiert das, wenn ich euch sage, hört auf, mir zu schreiben auf meine Nummer oder mich anzurufen auf meine Nummer. Egal, was ihr schreiben möchtet, ja, lasst es doch einfach. Lasst es doch einfach. Ja, das ist ein schwerer Eingriff in meine Privatsphäre. Wenn ihr mich beleidigen wollt, dann macht das bitte in den YouTube-Kommentaren, damit auch andere Leute was von eurem geistreichen Ejakulat haben. Ja, oder schreibt mir eine E-Mail, macht irgendwas, aber hört bitte mit dem Scheiß auf. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, ich bin einfach nur schlecht gelaunt. Das ist alles scheiße einfach, ja. Gute Nacht. Ich küsse eure Intimbereiche und bitte, Etzela, ihr wisst Bescheid, ja. Sonst schmeiße ich euch die Brügeln aus.